Hallo ihr da draußen an den Volksempfängern. Mein Name ist Harald Häusle. Dies ist Folge 73 von Gamers.de TV und ich bin die nächsten Minuten euer verspielter Gastgeber. Strategiespiele à la Couleur galten bisher als Konsolen unverträglich. Schlechte Übersicht, mangelndes Handling und fehlende Komplexität galten als größtes Manko. Und so wurden die Versuche der letzten Jahre gerne mit einem Lächeln abgetan. Dabei tummeln sich mittlerweile einige sehr gute Vertreter dieser Spezies auf den kleinen und großen Konsolen und verdienen durchaus unsere Aufmerksamkeit. Wir haben für euch die Besten rausgesucht und möchten euch anregen, den hoffentlich heißen Sommer mit ein bisschen Gehirnakrobatik aufzulockern. Dabei waren wir am Ende selbst überrascht, welche Vielfalt die Dattelkisten mittlerweile vorweisen können. Den Anfang macht eines der besten runden Strategiespiele überhaupt. Das breitet sich ausgerechnet auf Nintendos mobiler Konsole aus und hört auf den Namen Advance Wars Dual Strike. Bereits die letzten Teile der Advance Wars Serie konnten auf dem GBA begeistern und Entwickler Intelligent System schaffte es mit diesem Teil das Konzept nahezu zu perfektionieren. Der Touchscreen Control vermittelt ein sehr direktes Spielgefühl und die Entwickler verstricken euch mehrmals sogar in Zweikampfszenarien gleichzeitig, welche auf den beiden Monitoren dargestellt werden. Dazu kommen sehr abwechslungsreiche und fordernde Missionen und ein exzellenter Mehrspieler-Part für bis zu 8 Strategen mit nur einer Gamecard. Für weitere Herausforderungen sorgen die CEOs. Das sind eure Avatare, mit denen ihr die Schlacht bestreitet. Jeder für sich hat besondere Fähigkeiten und nur die Kombination zweier perfekt aufeinander abgestimmter Charaktere auf die Situation verschafft euch den Sieg. Ein echter Hardcore-Titel, verpackt in einer niedlichen Knuddelgrafik. Mit Civilization Revolution wagt Entwickler Firaxis Games 2008 erstmals eine Umsetzung der beliebten Aufbaustrategieserie für die Nintendo DS, 360 und PS3. Auch wenn das Gameplay entschlackt wurde und der Look deutlich verspielter als bei den PC-Brüdern wirkt, greift auch auf den Konsolen der nur noch eine Runde Suchtfaktor perfekt. Mit einer von insgesamt 16 Zivilisationsstufen entwickelt ihr euch quer über die Welt und durch alle Epochen und schreibt dabei die Geschichte kurzerhand neu. Krieg, Diplomatie und Fortschritt verlangen dabei stets eure Aufmerksamkeit und wollen ständig in die Waagschale geworfen werden. Das Erstaunliche bei diesem Ableger ist, wie frisch diese alteingesessene Serie auf den Konsolen doch wirkt. Kontaktfreudige Spieler freuen sich über gelungene Erweiterungen wie ständig neuen Karten und einem Video- und Sprachchat. Über ein Jahrzehnt nach dem Ausbruch des Tiberium-Konflikts schickt uns Electronic Arts wieder in die Auseinandersetzung um den wertvollen Rohstoff. Der Xbox 360-Titel Command & Conquer 3 Tiberium Wars beschert uns nicht nur ein Wiedersehen mit dem charismatischen Oberfiesling Kane, sondern auch die Erkenntnis, dass sich viele Truppen durchaus effizient mit dem Konsolencontroller steuern lassen. Auch wenn das manchmal etwas hektisch wird, so entschädigen die herrlich trashigen Filmeinspielungen mit immerhin über 2 Stunden Gesamtlänge die Mühe. Obwohl die Steuerung größtenteils dem hakeligen Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 2 entstammt, erlauben die vielen Verbesserungen ein rundes Spielgefühl mit einer schnellen und intuitiven Steuerung. Hinzu kommt die dem PC absolut ebenbürtige Grafik, welche selbst in Massenschlachten flüssig läuft. 3 Kampagnen mit je 15 Missionen sowie ein Multiplayer-Part für bis zu 4 Spieler runden das überzeugende Spiel ab. Und auch die PlayStation Portable bietet Hobbystrategen ein Zuhause. Die Skaea lehnt sich in Sachen Story bei Overlord an und überzeugt mit einer kräftigen Portion Humor. Das bietet einen schönen Kontrast zu den anspruchsvollen und taktischen Kämpfen, denen es leider zwischendurch an Übersicht mangelt. In Disgaea, Afternoon of Darkness, erleben wir die Geschichte von Prinz Lahal, der mit seiner etwas eigenwilligen Truppe um die Vorherrschaft in Neverworld kämpft. Dabei dürfen wir unsere Freunde im Mehrspielermodus herausfordern oder eben allein dem sehr klug agierenden Computer das Fürchten lehren. Allerdings wurde nur das Handbuch übersetzt. Das Spiel selbst verlangt leider zumindest einfache Englischkenntnisse. Das ist ja nochmal gut gegangen mit dem Mauerfall. Was 1989 zum endgültigen Sturz des Sowjetregimes führte, hätte auch ganz anders ablaufen können.
So zumindest will uns das World in Conflict auf der Xbox 360 vermitteln und schickt uns in den Dritten Weltkrieg. Das Spiel wurde zu Recht mit vielen Preisen bedacht, denn eine geniale Grafik, verbunden mit einer einfachen und doch griffigen Spielweise, machen das Echtzeit-Strategie-Spektakel zum absoluten Muss für alle Fans ab 18 Jahre. So sah das zumindest auf dem PC aus. Aber auch die Konsolenversion soll da nahtlos anschließen und die Stärken perfekt aufgreifen. Volltreffer. Wenn die Wohnzimmer plötzlich mit Angriffs- und Formationsbefehlen erfüllt sind, ist der Endkrieg ausgebrochen. Denn Tom Clancy's End War erwartet von seinem Heimgeneral Sprachkommandos, vermittelt im knappen Militärstil. Natürlich geht das auch mit den klassischen Controllern, wird aber erst in der Kombination zur perfekten Einheit. Neben den großen Konsolen bedient Ubisoft sogar die mobilen Dattelkisten aus dem Hause Sony und Nintendo. Die haben dann zwar nicht mehr viel mit Sprachkommandos am Hut, nutzen aber zumindest das gleiche Szenario. Und das 21. Jahrhundert macht mit seinen 32 benutzerdefinierten Karten auch in der Sparversion einen überzeugenden Eindruck und bietet taktisch brauchbare Kost mit temporeichen Schlachten. Dass selbst eine Aufbausimulation Konsolenspieler in seinen Bann ziehen kann, beweist Anno, er schaffe eine Welt für Nintendo DS und die Wii. Basierend auf dem PC-Titel gestaltet Ubisoft eine bunte und griffige Welt mit einer langen und netten Story. Die Bedenken, dass gerade der Aufbaupart nicht funktionieren kann, gehören längst in die Schublade für Vorurteile, denn Entwickler King Games schaffte nicht nur durch seine Farbgestaltung eine mühelose Identifikation aller Gebäude, sondern selbst mit der Wii-Steuerung ein griffiges und schnelles Gameplay. Damit das Baukastenprinzip nicht irgendwann langweilt, beschäftigen euch zumindest neue Aufgaben, wie dem Retten von in Seenot geratenen Matrosen oder dem Beschaffen von Waren. Und wenn die Siedlung erst einmal zur wehrhaften Stadt angewachsen ist, die Straßen mit Leben erfüllt sind und die Konkurrenz in ihre Schranken verwiesen wurde, dann wird auch der letzte Skeptiker lächelnd zugeben, dass Strategie und Konsolen ein prima Team bilden. Natürlich ist das nur ein kleiner Auszug aus dem mittlerweile fast unübersichtlichen Fundus an Strategiespielen. Das Überraschende dabei ist allerdings nicht nur die hohe Qualität der Titel, sondern vielmehr die Artenvielfalt. Sowohl dem Schachfan wie dem Fantasy-Spieler bis hin zum Endzeit-Interessierten werden mittlerweile jede Menge passende Spiele angeboten, die vor allem eins beweisen: Das Strategiegenre ist schon längst auf den Konsolen angekommen. Und das ist auch schon wieder mein Stichwort für meinen Abgang. Wir sehen uns nächste Woche mit rauchenden Köpfen wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und viel Spaß beim Zocken.